Schweden, wie wir es aus Tourismuskatalogen kennen. Doch die Idylle trügt, denn Schweden ist internationaler Vorreiter im Bereich des Ausbaus von Glasfasernetzen. Während einer Pressereise des österreichischen Gemeindebundes konnte Niederösterreichs Gemeindebundpräsident Hannes Pressel Michael Eck, dem CEO der Swedish Local Fiber Alliance, einige Fragen zum Thema stellen. Okay, aber finns, som jag ser det. Grundsätzlich sind das zwei Komponenten. Zunächst einmal motiviert man die Gemeinden und deren Einwohner für den Glasfaserausbau. Zum Zweiten werden die Dienstleister untereinander vernetzt, damit da eine natürliche Konkurrenz entsteht. Bei uns bilden die Kommunen eigene Aktiengesellschaften. Diese sind dann in der Lage, wie andere Firmen auch, bei den Banken Kredite aufzunehmen. So wird der Glasfaserausbau bei uns finanziert. Es gibt am Anfang immer einen Beschluss in der jeweiligen Gemeinde. Machen wir das selbst, sind wir dazu in der Lage oder übergeben wir den Ausbau einer Firma. Die größte Herausforderung bleibt darin bestehen, dass viele kleine Gemeinden besser oder überhaupt zusammenarbeiten. Es müssen auch andere Strukturen gefunden werden, um diese Zusammenarbeit zu ermöglichen und zu verstärken. Das bezieht sich auf alle Digitalisierungsschritte. In den 90er Jahren hat der Staat in Schweden die Entscheidung getroffen, dass er hinter dem Ausbau steht. Der Staat ging voran. Das zog eine Menge an Aktionen nach sich. Es war eine Reihe staatlicher Anreize, um die Bevölkerung mit einzubeziehen. Es ist hier im Übrigen wie bei den Elektroautos. Da bringt auch eine Subventionierung die Leute dazu, Ja zu sagen. Das ist eine schwierige und nicht ganz leicht zu beantwortende Frage. Ein gutes Beispiel, um das einzurahmen, waren vielleicht die 2 Jahre Pandemie. In Schweden hat das dazu geführt, dass sich die Arbeitswelt ohne große Probleme auf das Homeoffice eingestellt hat. Es konnten Männer und Frauen gleichzeitig von zu Hause arbeiten und auch noch mehrere Kinder von daheim unterrichtet werden. Und das, weil der Glasfaseranschluss überall fast selbstverständlich war. Das war ein Problem. Danke.